In einer Pressekonferenz gab der Arbeiterkammerpräsident Markus Wieser die Leistungsbilanz für das Jahr 2013 bekannt. Und wenn wir heute über die Bilanz, die Jahresbilanz aus dem Bereich Arbeits- und Sozialrecht berichten, dann bringt das eine doppelte Freude mit sich. Gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten sind wir doppelt gefordert. Einerseits dafür Sorge zu tragen, dass wir möglichst den Arbeitsmarkt stabilisieren, dass wir eine Situation vorfinden, wo wir einerseits nach wie vor eine hohe Beschäftigungsquote haben, aber auch eine hohe Arbeitslosenquote. Und genau das meist auch die Grundlage dafür ist, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht so angemeldet sind, wie sie eigentlich sollten, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern Entgelt vorenthalten wird. Und das zeigt ja diese Erfolgsbilanz, die wir zwar präsentieren, aber Schicksale mit sich bringt, dass wir rund 64 Millionen allein im Arbeits- und Sozialrecht für rund 165.000 Mitgliedern der Arbeiterkammer Niederösterreich erkämpfen, erstreiten oder im außergerichtlichen Verfahren gesichert und haben. Da freut es mich besonders, dass wir ja im Juli unser neues Servicebüro am Flughafen eröffnen haben können oder in Betrieb nehmen haben können. Wir merken, dass die Situation der Arbeitnehmer auch im Bezirk schwieriger wird, dass der Druck steigt und dadurch steigen natürlich auch die Anfragen bei uns und natürlich auch die Probleme, die dann durch Intervention gelöst werden sollen oder müssen. Und genauso gibt es eine starke Nachfrage, wenn die gerechtfertigten Ansprüche für die Dienstnehmer außergerichtlich nicht durchsetzbar sein, genauso um unseren kostenlosen Rechtsschutz, also über unser Rechtsschutzbüro. Machen Sie sich bitte zeitgerecht kundig darüber, innerhalb welcher Zeit Sie spätestens Ihre Ansprüche geltend machen müssen. Sie haben heute einen Appell an die Arbeitnehmer gerichtet. Nehmen Sie die Beratung in Anspruch in allen Varianten? Ja, das ist richtig. Wenn wir unsere Erfahrungen auswerten, muss ich sagen, es geht meistens nicht um Rechtsprobleme, sondern um Beweisprobleme. Das heißt, mein Appell an die Arbeitnehmer ist, machen Sie sich bitte über Ihre Rechte und Pflichten in dem Arbeitsvertrag schlau. Fragen Sie nach, stellen Sie sicher, ob Sie richtig angemeldet sind. Halten Sie vor allem auch unter Anführungszeichen Beweismittel fest. Machen Sie Arbeitszeitaufzeichnungen. Es gibt Verfallsfristen, die Ihnen die Geltendmachung Ihrer Ansprüche verwehren, obwohl Sie sie geleistet haben. Machen Sie sich bitte über Ihre Rechte kundig. Fragen Sie am besten noch vor Konflikten nach. Das ist sehr viel wichtiger, als nachher bei Gericht es durchzustreiten. Uns fehlen oft die Beweismittel.